Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man den Zitronenbaum über Stecklinge ganz einfach vermehren kann. Der beste Zeitpunkt dazu ist übrigens das Frühjahr, aber auch der Sommer funktioniert noch ganz gut bis in den Herbst hinein. Im Winter würde ich es euch nicht mehr empfehlen, da ist es in der Regel zu kalt, das Wachstum wird eingestellt und dann habt ihr relativ wenig Erfolg mit der Vermehrung der Stecklinge. Von daher macht es im Frühjahr oder im Sommer. Wichtig ist auch, dass man den richtigen Steckling auswählt. Das sollten so einen einjährigen Triebe sein, die schon leicht verholzt sind, noch nicht komplett durchgeholzt. Und dann könnt ihr zum Beispiel diesen Steckling hier, den ihr hier seht, auf eine Länge von guten 10 bis 15 cm einmal abschneiden. Der Vorteil übrigens ist, wenn ihr schon eine Pflanze habt, die Früchte trägt, das Erbmaterial wird über den Steckling mit übernommen. Das heißt, wenn ihr jetzt über einen Samen die Zitrone vermehren würdet, müsstet ihr sie entweder veredeln oder sehr viele Jahre, teilweise 10 Jahre warten, bis eine Früchte getragen werden kann. Hier über die Stecklingsvermehrung bei einer bereits veredelten Pflanze geht das viel, viel schneller. Ich würde euch übrigens empfehlen, immer mehr als einen Steckling zu nehmen. Einen habe ich hier schon reingesteckt, hier folgt jetzt der nächste. Wichtig ist, dass wir immer so die Blätter im unteren Bereich abmachen und oben könnt ihr so 1 bis 2 Blattpaare noch dran lassen. Einfach aus dem Grund, dass ich die Pflanze jetzt nicht mehr so stark mit Wasser versorgen kann, da keine Wurzeln vorhanden sind. Und jetzt stecken wir den Steckling hier in unseren Topf mit feuchter Erde ca. 5 cm rein. Ihr könnt das am besten eigentlich auch zum Zeitpunkt machen, wenn ihr mal seht, euer Zitronenbaum ist so ein bisschen, ja, sieht unschön aus, ihr schneidet was zurück, dann könnt ihr die Rückschnitte nehmen für die Stecklingsvermehrung und einfach jetzt hier, wie gesagt, in den Topf reinstecken. Das Erdreich muss jetzt feucht gehalten werden. Dazu nehme ich hier immer so eine Plastiktüte, die ich jetzt einfach da drüber mache. Entweder schneidet ihr jetzt hier oben kleine Löcher noch rein, die für die Belüftung auch da sind, oder ihr lüftet das einfach regelmäßig durch, damit jetzt kein Schimmel entsteht. Das ist auch wichtig. Der Boden sollte jetzt aber auch ausreichend immer feucht gehalten werden. Jetzt müssen wir auch noch für die richtigen Bedingungen sorgen. Das ist ja zum einen den Boden feucht zu halten, aber auch der richtige Standort. Wenn ihr es im Frühjahr macht, würde ich euch empfehlen, das Ganze noch drin zu machen, in der Wohnung oder im Haus. Wählt dann vielleicht ein Ostfenster aus, wo ihr eure Stecklinge hinstellen könnt. Wer es jetzt im Sommer machen möchte, der kann das auch getrost draußen im Garten hinstellen, wo es ein bisschen geschützt steht. Nicht in der prallen Mittagssonne, sondern halt auch vielleicht Richtung Osten ausgeneigt, wo aber auch ein bisschen Schatten hinkommt. Denn ihr wollt ja nicht, dass die neuen Stecklinge jetzt auch verbrennen. Ja, jetzt sollte es ungefähr 8 Wochen dauern im Sommer. Im Frühjahr kann es vielleicht noch ein bisschen länger dauern, je nachdem wie die Temperaturen sind. 20 Grad sollten schon gut durchgängig sein. Dann geht es in der Regel innerhalb von 8 Wochen. Eine Sache möchte ich euch auch noch zeigen. Schaut mal hier. Hier habe ich schon einen bereits bewurzelten Steckling. Beim Raustragen der Zitrone nach dem Winterquartier ist mir leider hier die Frucht abgebrochen. Und ich habe einfach gedacht, gut, steckst du sie mal hier in den Topf rein. Und wie ihr sehen könnt, ist die schon richtig gut durchgewurzelt. Ja, keine Ahnung, was sich daraus jetzt noch entwickelt, ob sie hier irgendwo demnächst wieder austreibt. Aber wie ihr sehen könnt, ich hätte es nicht gedacht, dass es auch geht, einfach ein Steckling mit einer Zitrone dran schon zu bewurzeln. Aber hat nach der gleichen Methode wunderbar geklappt. Ja, ich hoffe, dass euch das Video hier gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!